Hey ho, heute mal ein bisschen anders. Im Hintergrund der V-Pin. Feierabendzigarette, Feierabendkaffee. Ich habe mir gedacht, während jetzt das andere Video, das große Grillvideo mit fast 10 GB hochlädt, mache ich hier kurz ein ganz kurzes Quasselvideo und setze dann noch die Scheibe ein. Ja. Leute, ihr habt alle gefragt, was hat mich der V-Pin gekostet? Ich weiß es nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich werde es auch nicht zusammenrechnen. Nein, 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 nein. Ich kann euch ein paar Anhaltspunkte sagen. Da könnt ihr es selber von mir aus nachrechnen. Aber ich will es nicht wissen. Was ich sagen kann, geplant waren von meiner Seite ursprünglich 1500 bis 2000. So viel kann ich sagen. Ja, bevor halt ein paar Änderungen kamen. Okay, fangen wir mal an. Ihr braucht einen PC. Einen guten. Am besten halt, dass man 4K spielen kann. Eine gute Grafikkarte. Ich habe jetzt eben noch ein sehr gutes Netzteil dazu gekauft. Kostet einen 100er. Ach, was habe ich noch alles dazu gekauft? Eine WLAN-Karte, 30, 40 Euro und so weiter und so fort. Das sind allein die PC-Geschichten. Monitor, 43 Zoll war es, glaube ich, der große. 4K-Monitor. Ist man bei 450, 550, 600 Euro, je nach Ausführung. Ja, ich habe ein bisschen einen günstigeren genommen. Dann Backmonitore hinten, oben der 32 Zöller, gut, den habe ich gebraucht aus eBay, Kleinanzeigen rausgezogen, den kleinen habe ich noch gehabt, Soundsystem braucht man, das war jetzt auch nicht so teuer, das waren glaube ich 39 Euro oder was das kostet hat, das Logitech System, dann braucht man das komplette Innenleben vom V-Pin, wenn man jetzt so wie es ich gemacht habe, alles in eine Hand gibt, sprich, ich habe gesagt, ich mache das alles über einen V-Pin-Shop, ich fange dann nicht an, einzeln die Teile zusammenzusuchen und, dann zahlt man halt mal 2-3 Euro mehr, aber das war mir in dem Falle wurscht, ihr habt es gesehen, der Kerl ist hier noch vorbeigekommen und hat noch fertig gemacht und ja, Fehler ausgebessert. Wenn man jetzt Planer zum Beispiel, die ganzen Knöpfe, die Platine innen, also V-Pin 2, Pin Control 2, dann die ganzen Schütze, das ganze Graffel, die Motoren, die Beleuchtung, gut, man kann es auch weglassen, die Metallleisten außenrum, etc. pp. Leute, ich schätze mal, dass man da locker mal ganz schnell, wirklich auf die Schnelle 1500 Euro los ist. Das geht verdammt schnell, da braucht ihr euch gar nicht anstrengen. Hier, allein die Scheibe, 187 Euro. Ja, und so summiert sich das und ich will es nicht mehr wissen, wie viel es ist. Es war definitiv zu viel. Das Projekt hat mir eigentlich schon genackt gebrochen. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auf ein paar Events verzichten müssen, wo ich hinfahre. Ja, aber dafür können die Leute mich besuchen und können mit mir zocken und grillen. Ja, genau. Also, keine Panik, auf Fulda werde ich auf alle Fälle fahren. Und 10 Blogger ein Ort. Also die zwei Events sind dieses Jahr safe. 3 plus GMF Grillen mit Freunden. Also 3 Events dieses Jahr safe. Und der Rest muss ich mich erstmal erholen. Was man noch braucht, ein Coin Door. Ich habe jetzt hier eine
einfache genommen, die hat auch um die 40 Euro gekostet. Man kann aber eine komplett große Williams Coindoor Kassentürchen nehmen, komplett bestückt, wo man das Geld reinschmeißen kann und. Dann ist man halt gleich mal 300 Euro los. Also bei so einem V-Pin, ich würde mal sagen, 7, 8, 9, 10.000 Euro sind da eigentlich kein Problem, da reinzustecken. Das geht verdammt schnell. Und ich muss sagen, mittlerweile weiß ich, verstehe ich vollkommen, warum ein ordentlicher, fertiger Tisch, wie es beim V-Pin Shop, ich denke, die gibt es immer noch zu kaufen, wenn man mit dem redet, 7.000 Euro kostet. Und dafür ist es eigentlich kein Geld, wenn man überlegt, was da an Technik drin steckt, was da alles dabei ist und dass die dann voll in 4K laufen. Eine in HD, also läuft natürlich, ist natürlich günstiger, aber nur noch 4K. Das ist einfach gigantisch. So, ich rauche jetzt in Ruhe fertig, trinke meinen Kaffee aus. Dann werde ich nochmal schnell über den Monitor drüber putzen, drüber wischen. Ich hoffe, dass ich einen Streifen frei hinkriege. Und dann werden wir schnell mal die Scheibe einsetzen. Ja, und dann haben wir das Flipper-Feeling mit Scheibe. Wir sehen uns gleich. Kaffee. Ja, erstmal ordentlich putzi machen. Da habe ich ja so viel Lust drauf, ey. Das Ganze am besten streifenfrei. Bin ich ja so gut da drin. Scheiße, Mann. Am besten zwei kaufen, zwei Monitore. Einen zum Bauen und einen dann, wenn komplett fertig, aus der Packung raus und gleich einsetzen. Und jetzt habe ich wieder drauf gesabbert. Ach, Menno. Dann wollen wir mal die Scheibe auspacken. Das Blechding vorne runternehmen. Die Lockbar runternehmen. Und machen wir einfach weiter. Die Made hat schon Gewicht. So. Das Ding ist mal richtig sicher verpackt. Jeha! Und nochmal Polsterfolie. Also ich glaube, den ist noch nie beim Versandeschrank kaputt gegangen. So wie die das einpackt. Kristall klar. So, also jetzt stelle ich die Cam um, dass man das sehen kann. Und es kommt zusammen, was zusammen gehört. Ich hoffe doch, dass das ohne Probleme funktioniert. Ich werde wahnsinnig und schon wieder Fussel dran. Da kriegst doch die Motten, oder?
Na, das habe ich mir fast gedacht, dass das Ding da oben jetzt leichte Macken hat. So. So. Die lockt dann da wieder rein. Scheibe muss noch höher. Schauen wir mal, ob wir es jetzt neu kriegen. Ja. Juhu! Oh, der Monitor muss noch besser geputzt werden. Der muss ja eh noch mal raus. So. Dann werde ich mal Verpackungsmüll entsorgen. Das Ding da hinten hochfahren lassen und dann schauen wir uns mal das Ganze mit Scheibe an. So, was spielen wir jetzt? So? I'm Batman. Ah. So, nehmen wir den hier. Please wait. I am now loading up the game. Have fun. Elvira. Also nur mal kurz anspielen. Ja, und es hat schon was mit der Scheibe. Das ist schon geil. Ja? Are you ready to play? Naja! Soll ich wieder Licht anmachen? Oder lassen wir es gerade so mit. Na, oder lassen wir es gerade so mit der Beleuchtung? Tja, Freunde! Also, ich habe mich ein bisschen drüber ausgelassen, was der Spaß kostet. Muss jeder wirklich für sich selber entscheiden. Das war's dann jetzt wirklich. Ich mache jetzt ganz, ganz, ganz schnell dieses Video fertig. Einfach, dass die Wartezeit zum anderen nicht so lang wird. Okay, Leute, wir sehen uns spätestens in ein paar Stunden, bis das Top-Video fertig hochgeladen ist. Bis nachher. Ciao.